In dem heutigen Video geht es um die Kartoffel. Wir haben im Frühling dazu eine Kartoffelpüree mitgebracht. Und da haben wir verschiedene Kartoffeln reingesetzt. In dem heutigen Video wollen wir mal schauen, ob da was drin ist, ob da was gewachsen ist. Leider sind mittlerweile da das ganze Kürbisfeld drüber gewachsen. Seht ihr da überall. Super Permakultur, wächst alles Mögliche. Aber heute schauen wir einfach mal, ob da in der Pyramide was geworden ist. Ich hoffe, dass uns nicht alles die Wühlmäuse zusammengefressen haben. Also da gehen wir die Kürbisse mal weg. Das ist dann ganz leicht zum Ernten eigentlich. Man nimmt einfach die Dings runter. Aha, das sind schon die ersten Kartoffeln. Wir haben uns dazu einfach eine Schüssel hergegeben. Man kann die einfach runtergeben da und dann kann man da das da rauskommen. Man sieht da schon die ersten Kartoffeln. Ja, das ist die Agria zum Beispiel. Kartoffelsorte. Es sind relativ viele kleine. Da ist es vielleicht herum. Siehst du da? So, in der ersten Oberschicht war nicht recht viel. Man kann das dann einfach immer so ganz locker runtergeben. Ah, man sieht es da. Also schöne, super Kartoffeln. Ja, wir haben drei Kartoffelsorten angebaut in der Pyramide. Die Linzer Rose, die Agria und die Desiree. Das sind zwar speckige und mehlige Sorte. Die großen Kartoffeln lagert man immer ein oder verzehrt es gleich, je nachdem, wie man will. Wenn man für das nächste Jahr wieder Saatgut aufheben will, sucht man sich einfach die kleinen Babywurzeln aus, die was so ungefähr 2-3 cm sind. Die kann man nächstes Jahr wieder als Setzlinge verwenden. Sprich, man lagert es auch im Keller ein. Und wenn es dann im Frühling die ersten Knospen und Austriebe kriegt, setzt man es wieder und hat für das nächste Jahr wieder das Saatgut und kann so wieder weiter vermehren und nächstes Jahr wieder Kartoffeln ernten.